Ja, servus die Mann und grüß euch die Buben. Ja, grüß. Da sehen könnt ihr, bin ich mal wieder an der Donau unterwegs. Schönes Wetter, blauer Himmel. Und stradel da ein bisschen runter zur Donau. Machen wir dort ein super Lackhäfchen. Ja, leider sind natürlich auch heute viele Leute unterwegs, weil das Wetter so schön ist, aber da kann man halt nichts machen, das ist so. Ja, wie ihr da hinter mir erkennen könnt, immer noch ist ziemlich wenig Wasser. Ja, da herum auch nicht fast gut wie viel dahin. Aber dafür ein schöner blauer Himmel. Ein paar Wolken, aber schön. Ja, und da sind wir wieder herunter. An der Donau. Ja, Freunde, ich zeige euch jetzt einmal Platz und dann werde ich sagen, das kenne ich. Und dann erkläre ich, warum ich da wieder hergekommen bin. Ja, das ist ganz einfach. Ich denke, ich schaue da noch einmal her, vielleicht habe ich Glück. Denn ich habe gedacht, dass ich da mein Zunderbeutel verloren habe oder liegen lassen habe. Und wie es der Teufel will, da liegt er. Bisschen anknabbert, bisschen nass, aber er ist da. Und wenn ich schon da bin, dann mache ich mir gleich da mein Superl, oder? Genau. Und da ist in der Zwischenzeit mein eicher Zunderbeutel. Ist halt ein bisschen größer jetzt. Nein, macht auch nichts. Ja, na klar. Das zischt natürlich gleich los. Gar nicht lang, sondern auch gar nicht super lang. Einfach da. So, ich denke, mein Superl ist fertig. Jawohl. Herrlich. Dampfert. Ich würde jetzt einmal Mahlzeit, Freunde. Ich kann euch sagen, ich stehe auf diese Suppen. Die sind so gut. Ich glaube, die kosten beim Spar 49 Cent. Und optimal. Ja, aber ich schmerze euch da jetzt nichts vor. Ich werde jetzt in Ruhe essen und dann würde ich mich wieder so losstoffloser runterbrennen und fürs Käfchen hat es mir dann noch mehr an. Also, bis später. Ja, ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich eigentlich bin mit meinem Solostoff. Der war noch gar nicht aus, jetzt habe ich ein bisschen was nachgelegt und der hat sofort wieder angefangen zum Ziehen. Ist schon klar, bei der Größe muss man natürlich auch dauernd nachlegen, aber stört mich nicht wirklich. Dafür braucht er mehr wie Fingerdicke, braucht es gar nicht zu haben. So, aber jetzt auch Kaffee ist hergekriegt. Drauf damit. Und abwarten. Und Kaffee trinken, nicht Tee, Kaffee. Ja, da auf alle Fälle mein Platzl. Hört mir gut. Ja, da steckt auch mein Dummerhock. Das brauchst du fast gar nicht bei den Fingerdicken, ist das Mist. Und da der Ausblick aufs Wasser.
Ja, und da wo ich sitze, sehe ich auf das hin. Ja, muss ich mich da ein bisschen umdrehen, weil mein hellen Hintergrund wird sonst von mir nicht viel sehen. Ich meine, ja, ein paar wollen mich nicht sehen, aber ist ja wurscht. Ja, jetzt gefällt mir schon am Kaffee. Ja, hier hören schon hier oben. Jawohl, fertig. Ist jetzt wahrscheinlich ein Flugzeug. Naja, kann ich nichts machen. Ja, Freunde, wie immer mein konstanter Gruß an meine Grandensaison, gesund werden und dann an alle anderen. Prost, Freunde. Ah, herrlich. Ja, heute haben wir wieder meine Holztassen dabei, meine normale Tassen. Ah, nicht die Kuxer. Was ist da hinten schon wieder im Wald? Entweder ziehst du wer durch oder knackst so einen Vierl. Ein Wahnsinn, wie viele Leute ich da heute gesehen habe. Horror. Ich höre schon wieder knacksen. Na, da kommt schon wieder wer, das gibt's ja nicht. Na ja, gut. So wie es ausschaut, packe ich jetzt schon langsam zusammen und gehe wieder, weil das kotzt mich nur an quasi. Man sieht sich später. So, heute habe ich alles dabei. Dreimal kontrolliert. Wahrscheinlich wieder was vergessen. Na, Spaß. So, gehen wir wieder zurück. Das war mein Platzl. Wow, trotzdem schön, außer die Leute. Das war mir einfach zu viel. Das ist nicht meins. Ja, jetzt ist er wieder zurück. Ja, Freunde, wenn da mehr Wasser war, könnte ich vielleicht mit dem Boot fahren. Schaut mal, was da Holz liegt. Das ist ja beeindruckend. Wahnsinn. Alles Schwimmholz. So. Da wieder ein Vieh. Jetzt bin ich wieder am Weg heraus. Da sehe ich jetzt wieder das Schiffernagel und jetzt geht's wieder retour. Sieh mal, ja. Aber tut auf dem Ost links draußen sitzt noch einer. Ja, Freunde, das war's einmal wieder von der kleinen Tour. War halt heute nicht so besonders mit so vielen Leuten, ist ja Wahnsinn. Da haben wir jetzt auch wieder ein paar überholt. Da kommen wir gerade wieder daher. Ja, egal, ich bin in 200 Meter beim Auto. Ich sag trotzdem immer, Dankeschön fürs Dabeifahren, fürs Zuschauen, fürs Mitrennen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Mahl und vierte echte Buben.